So, auf los geht's los. Wir machen jetzt einfach ein schnelles Rezept, ein einfaches Rezept und ein leckeres Rezept. Und zwar Nudeln mit einer Feta-Soße. Und was ich jetzt schon mache, oder beziehungsweise ich nicht, die Temperatur. Und zwar, ich habe hier drin 20 Gramm Butter. Dann haben wir hier drin 20 Gramm Mehl. Neben mir sind hier noch 250 Gramm Milch. Das wurde auch in Gramm angezeigt, deswegen habe ich das jetzt so übernommen. Und dann haben wir noch 75 Gramm Feta, etwas Salz. Aber mit dem Salz sollte man natürlich aufpassen, weil der Feta natürlich, je nachdem welchen man nimmt, salzig ist. Und wer mag, Thymian. Ihr könnt euch natürlich da auch austoben und andere Kräuter dazugeben. Ich habe jetzt hinter mir schon Nudeln vorbereitet. Und zwar habe ich jetzt chinesische Nudeln genommen, weil ich die jetzt noch da hatte. Ihr könntet das aber auch Low Carb machen. Das ist jetzt keine Werbung. Nur wollte ich einfach sagen, dass ich damit sehr zufrieden bin. Und zwar gibt es hier so eine Low Carb Nudeln, die auch nicht, natürlich sind die teurer wie jetzt die normalen, wenn man jetzt die billigsten von den normalen nimmt. Aber im Verhältnis für Low Carb Nudeln, finde ich, ist es schon okay. Die kosten irgendwas mit 2 Euro irgendwas. Und ich finde sie auch total lecker. Also ich meine, also muss jeder dann selbst entscheiden. Ich kann nur für mich sprechen. Aber wie gesagt, ist keine Werbung. Nur deswegen kann man das natürlich auch ganz einfach Low Carb umsetzen. Es gibt natürlich auch aus Kichererbsen Nudeln oder was war es alles noch? Naja, die sich mit Low Carb beschäftigen, die wissen das dann schon. Aber das wollte ich eigentlich nur dazu sagen. Jetzt warten wir. Die Butter ist so gut wie geschmolzen. Wichtig ist, dass wir immer rühren müssen. Ich habe immer noch vergessen, mir einen neuen Schneebesen zu kaufen. Das muss ich unbedingt mal umsetzen. Jetzt geben wir das Mehl dazu. Dann heißt es einfach schnell sein. Das war unsere Mehlschwitze sozusagen machen, also den Grundstein legen. Jetzt löschen wir das mit der Milch ab. Und dann heißt es, damit wir keine Klümpchen später haben, schön immer rühren. Ja, also eine schnelle Sache. Und dann geben wir halt noch den Feta, Salz und Thymian dazu. Aber jetzt sollte es sich erstmal entklümpchen, oder wie man dazu sagen soll. Deswegen schön rühren. So, hier haben wir alles im Griff. Jetzt kommt der Feta dazu. Und so schnell hat man eine selbstgemachte Soße. Muss ich das Ganze natürlich nur miteinander verbinden. Und dann sind wir auch schon startklar zum Anrichten. So, also wir sind schon wieder fertig und ich stand jetzt maximal 20 Minuten in der Küche mit den Nudeln zusammen. Natürlich habe ich die Nudeln genommen, die auch ganz schnell zu machen sind. Aber trotzdem ist es eine schnelle, einfache Sache. Und jetzt müssen wir das Ganze mal probieren. Ach, ich bin mal gespannt. Wie gesagt, sind keine Spaghetti-Nudeln. Aber es geht ja eh jetzt um die Soße. Vordergrund. Na, na, na. So. Oh. Mega lecker. Vor allem, ich hoffe mal, das könnt ihr auch durch die Kamera erkennen, weil sich das so schön verbindet. Also die Soße fällt sozusagen nicht von den Nudeln ab. Und man hat am Schluss die Soße dann noch auf dem Teller. Und sondern es verbindet sich einfach schön. Geschmacklich ist total toll. Ich finde es perfekt. Also mir fehlt absolut gar nichts. Und deswegen kann ich nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.